Triggerwarnung. Das nachfolgende Video kann auf einige verstörend wirken. Eine Religion ist ein von Menschen geschaffenes Konstrukt zur Kontrolle der Massen. In der heutigen Episode von Fragenswerten Fragen. Was wünschst du dir, dass mehr Menschen es realisieren würden? Du stehst nicht im Stau. Du bist der Stau. Viele Dinge, von denen man glaubt, dass sie einem speziell passieren, passieren einfach. Es gibt keine inhärente Eigenschaft deiner Existenz, die, wenn du sie nur entdecken könntest, ihren Zweck erhellen würde. Bedeutung ist keine inhärente Eigenschaft von irgendetwas. Bedeutung ist etwas, das du tust. Du entscheidest durch deine Handlungen und dein Verhalten, was dein Leben bedeuten soll. Warum also nicht ein Leben wählen, das Freundlichkeit, Geduld und Großzügigkeit bedeutet? Körperlich attraktiv zu sein ist eine Entscheidung. Wenn du nicht zu einem der Extremen gehörst, auf der Skala von Albino und buckliger Zwerg bis Clooney und Pitt, dann erhöhen bessere Hygiene, eine gute Figur und gute Kleidung deine Attraktivität um das Zehnfache. Dass Introvertierte nicht unsozial sind. Introvertiert bedeutet, dass wir soziale Kontakte als anstrengend empfinden. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir nicht gerne unter Menschen sind oder uns nicht gerne mit Menschen unterhalten. Tatsächlich können Introvertierte durchaus Spaß daran haben, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Es ist nur so, dass es uns viel Energie kostet und wir etwas Zeit zum Aufladen brauchen. Introvertierte Menschen beziehen ihre Energie aus der Zeit, die sie allein verbringen. Introvertierte Menschen sind von Natur aus überreizt und brauchen nicht viele Sozialisationsreize, während extrovertierte Menschen unterreizt sind. Wir ziehen es einfach vor, in kleinen Mengen Kontakte zu knüpfen. In jedem Auto gibt es einen magischen kleinen Hebel in der Nähe des Lenkrads. Dieses Gerät zeigt die Richtung an, in die sie abbiegen wollen, damit die anderen Fahrer um sie herum wissen, was sie vorhaben und nicht mit ihnen zusammenstoßen. Man beurteilt sich selbst nach seinen Absichten, aber andere nach ihren Taten. Wenn man darüber nachdenkt, kann man seine Perspektive wirklich ändern. Du bist zu schnell gefahren, weil du zu deinem Termin musstest, aber die andere Person ist einfach ein Idiot. Dass für die große Mehrheit der Menschen das Leben tatsächlich besser wird. Nur weil man Studentenkredite hat und sich kein Einfamilienhaus leisten kann, heißt das nicht, dass die Welt untergeht. Das ist nur das Ergebnis einer Angleichung der Einkommen auf der ganzen Welt und des Aufstiegs von Millionen Menschen aus der Armut. Deine Eltern und Großeltern lebten in einer einzigartigen Zeit der Geschichte, als sich der Westen erstmals massiv verschuldete, um eine Mittelschicht zu schaffen, und sie genossen einen nie dagewesenen Wohlstand. Jetzt holt der Rest der Welt langsam auf. Trotzdem ist dein Leben immer noch besser als das von 99% der Weltbevölkerung. Nach dem zu urteilen, was man sieht, ist der größte Fehler, den man machen kann. Man kennt die Menschen nicht, nicht ihre Geschichte, und weiß nicht, was sie fühlen oder jeden Tag durchmachen. Aber selbst wenn man weiß, was ich gerade gesagt habe, macht man diesen Fehler immer wieder. Ich muss tatsächlich mit Frauen sprechen, wenn ich jemals eine kennenlernen will. Jemanden zu lieben bedeutet nicht, dass er gut für dich ist. Wenn jemanden dich nicht liebt, bedeutet das auch nicht, dass die Person schlecht ist. Wenn sie aufhören, darüber nachzudenken, was sie als nächstes sagen wollen, und ihrem Gesprächspartner zuhören, wird sich ihr Umgang miteinander verbessern. Break. Depressionen sehen vielleicht nicht so aus, wie man es erwartet. Eine Depression beschränkt sich nicht darauf, traurig zu sein und zu weinen. Manchmal äußert sie sich auch in Form von Wut, Frustration und leichter Verärgerung. Sie kann auch dazu führen, dass du dich gefühllos und apathisch fühlst, ohne wirkliche Gefühle von Traurigkeit oder Glück. Depressionen sind nichts, wofür man sich schämen muss. Unser Gehirn ist unglaublich komplex, und manchmal kann es ein wenig Unterstützung gebrauchen. Kühe geben nur Milch, wenn sie trächtig sind. Das habe ich letztes Jahr gelernt, und es hat mich umgehauen. Bis dahin dachte ich immer, Kühe seien Milchmaschinen. Antwort darauf. Eigentlich geben Kühe nur kurz vor der Geburt und bis zum Absetzen des Kalbes Milch. Wenn der Landwirt die Kuh weiterhin melkt, wird sie auch weiterhin Milch produzieren. Die Trächtigkeit leitet die Milchbildung ein, aber die Kuh gibt erst kurz vor der Geburt des Kalbes wirklich Milch. Die Milch, die eine Kuh in den ersten Wochen produziert, wird Kolostrum genannt und unterscheidet sich erheblich von der Milch, die wir trinken. Kolostrum enthält alles, was das Kalb in den ersten Wochen seines Lebens braucht. Das gleiche gilt für Ziegen. Es ist erlaubt, Nein zu sagen.
Auf der anderen Seite dürfen die Leute auch Nein sagen. Und das lädt nicht dazu ein, zu streiten und zu drängen, um ein Ja zu bekommen. Mir ist klar, dass sich das wie eine Zustimmung anhört, aber es gilt wirklich für alles. Manchmal braucht man einfach Zeit für sich, oder der Gedanke an eine bestimmte Aktivität macht einem Stress. Du kannst zu allem Nein sagen, was dein Leben schwieriger macht, ganz gleich wie klein es ist. Ich wünschte, mehr Menschen würden erkennen, dass emotionale Vernachlässigung in der Kindheit Menschen zerstört und psychische Narben hinterlässt, von denen sie sich vielleicht nie wieder erholen. Kinder so zu erziehen, als wären sie ausgewachsene Erwachsene, die die Lektionen der Welt bereits gelernt haben und sie nur noch anwenden müssen, ist ebenso beschissen wie üblich. Es ist niemandes Pflicht, sich fortzupflanzen. Es gibt viel zu viele Menschen, die Kinder haben, nicht weil sie sie wirklich wollen, sondern weil ihnen jahrelang eingetrichtert wurde, dass es einfach das Richtige ist, wenn man älter wird, oder sie glauben, dass sie ihren Eltern aus dem einen oder anderen Grund Enkelkinder schulden. Dass jeder einzelne Mensch auf der Erde eine ebenso große und komplexe Erfahrungswelt hat wie du. Nur weil du einen anderen Menschen nicht verstehst oder dich mit ihm nicht identifizieren kannst, hat er nicht Unrecht. Die Welt ist nicht schwarz und weiß, und dein persönliches Wissen und deine Erfahrung sind nicht die Grenze dessen, was man wissen und erleben kann. Dieser Internethass und der Streit in den Kommentaren bringen niemandem etwas und ändern auch nicht die Meinung der anderen. Daran bin ich definitiv mitschuldig. Ich streite ständig in irgendwelchen Foren. Um die Meinung anderer zu ändern, muss man sich ständig anstrengen, und die meisten Menschen sind nicht bereit, die Mühe auf sich zu nehmen, die nötig wäre, um die Meinung anderer wirklich zu ändern. Und das ist auch gut so. Die Leute sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um dich zu beurteilen. Dass die Medien bestimmte Erzählungen verbreiten, um die Menschen auf eine bestimmte Weise denken zu lassen. Der Fachbegriff in der Kommunikationstheorie lautet Media Framing. Das bedeutet, dass die Medien Geschichten und Fakten auf bestimmte Art und Weise einrahmen, um entweder eine positive oder negative Reaktion beim Publikum hervorzurufen. Es gibt auch die Agenda-Setting-Theorie, die Hypodermic-Needle-Theorie und die Priming-Theorie, um nur einige zu nennen. Die Medien sagen uns, worüber wir nachdenken sollen, wie wir darüber denken sollen, und so bilden wir uns unsere Meinung. Die Konglomeratisierung der Medien hat es den wenigen großen Medienkonzernen, die 90% der Medien besitzen, im Wesentlichen ermöglicht, Profiten und Tagesordnungen Vorrang vor tatsächlichen Nachrichten zu geben. Es gibt immer noch einige Medien, die ziemlich unvoreingenommen über Nachrichten berichten, aber sie sterben immer mehr aus. Dein Geschlecht, deine Sexualität, deine Identität und Religion, all das macht dich nicht immun dagegen, ein Arschloch zu sein. Unsere natürliche Welt ist wunderschön, aber ihre Ressourcen sind endlich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaltet auch morgen wieder ein. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und genießt euren Sonntag.